neuen Food Friday. Ich habe diese Woche mal wieder ein ganz normales und klassisches veganes Food Diary für euch. Also ich habe in den letzten Tagen einfach mitgefilmt, was ich denn so in den letzten Tagen an verschiedenen Tageszeiten Süßes und Herzhaftes gegessen habe. Und ich habe heute mal eine ganz besondere Frage an euch. Und zwar habe ich ja letztens ganz offiziell bekannt gegeben, dass ich gerade an meinem Rezept-E-Book, also meinem Kochbuch, arbeite. Und dafür habe ich auch schon eine riesengroße Liste angelegt mit ganz vielen Ideen drin. Und dafür werde ich in nächster Zeit natürlich auch ganz viel kochen und backen und herumexperimentieren und kreieren. Und da kann ich ja auch super gerne mal ein paar von den Kreationen in das Food Diary, also vom Food Friday, einfließen lassen, dass ihr schon mal so eine Idee bekommt, was euch denn so erwartet, weil ich die ganzen Gerichte natürlich auch probieren und auch essen werde. Also die jeweiligen Rezepte werden dann natürlich nicht in der Infobox landen, weil ich ja natürlich versuche, die alle noch zu perfektionieren. Aber wie gesagt, so bekommt ihr schon mal einen kleinen Einblick dazu. Da könnt ihr mir ja gerne mal eine Rückmeldung zu dalassen. Und jetzt erstmal viel Spaß mit den heutigen Inspirationen. Es ist Burger Night. Ich glaube, wenn wir Burger essen, machen wir fast nie so Chippies oder halt so Pommes dazu, weil wir uns immer dann die doppelte Menge an Burgern gönnen. Marco hat hier so richtig leckere aufgegangene Hefebrötchen gemacht mit Weizenmehl und Hefe. Die sind so richtig schön fluffig geworden. Dann hat er die zum Ende noch mit Mohn und Sesam getoppt und einfach gebacken. Wir haben ja auch mal ein extra Video dazu gemacht, wie wir Pizza und Brötchen für Burger und auch Brot backen. Ich habe in der Zwischenzeit hier diese Patties gemacht. Das ist eine Mischung aus Kidneybohnen, dann Salz und Pfeffer, Apfelessig, Pilzen, Zwiebel, Chili und selbst getrockneten Kräutern und noch ein paar Haferflocken. Das Ganze habe ich zusammengemischt und dann so schön geformt, in der Pfanne einfach mit ein bisschen Kokosöl angebraten. Dazu haben wir hier noch frischen, geretteten, natürlich Eisbergsalat und außerdem auch Tomaten und frische Gurke. Dann habe ich noch eine orangene, heute mal Paprika, in der Pfanne gebraten mit ein paar Zwiebelringen. Und dann hat Marco sich hier noch extra Chilischoten geholt, getrocknete. Und dann haben wir hier solche aus einer Retterbox, so eine Soße mit Cashew ist da drin, außerdem Tomate und dann noch Senf zum Raufstreichen. Also heute mal ohne selbstgemachte Soßen. Aber ja, ich glaube, diese Kombi wird super köstlich. Ich habe mir mal wieder eine Smoothie Bowl ohne Bananen gemacht, aber die ist trotzdem super schön cremig geworden. Und zwar habe ich dafür einmal gefrorene Früchte genommen, und zwar Himbeeren, Erdbeeren und außerdem noch als Gemüsepart Brokkoli. Und dann kam noch eine Dose Kokosmilch hinzu. Da ist ja mal sozusagen das Kokoswasser und die Kokoscreme drin. Da habe ich für die Süße noch ein, zwei Datteln mit dazu gegeben und das Ganze dann einfach im Mixer schön durchgemixt, bis es halt so richtig schön cremig geworden ist. Dann kam das Ganze in eine Bowl. Ach so, eine Kiwi war noch mit drin. Die ist jetzt nämlich auch noch hier oben mit drauf. Also zwei Kiwis habe ich verwendet. Dann sind als Topping außerdem noch gefriergetrocknete Himbeeren mit dabei. Dann gepuffter Amaranth, Kürbiskerne und für den Schokopart noch Kakaonips. Für unser heutiges Abendessen bekommen wir jeder zwei Bowls, weil es gibt einmal gekochtes und gebratenes und noch gebackenes. Also hier vorne haben wir einmal ganz viel gerettetes Gemüse von Food Sharing. Da haben wir einmal einen schönen Brokkoli, den ich einfach gekocht habe, und dann diese Bratpfanne daneben sozusagen. Da ist einmal eine Stange Lauch drin und habe ich vorher noch Naturtofu in ein bisschen Kokosöl schön kross angebraten. Dann kamen noch Zwiebeln mit dazu und außerdem ein paar Pilze. Und zum Schluss habe ich das Ganze einfach mit ein bisschen viel, ja, doch ein guter Schuss Sojasauce abgelöscht. Und jetzt obendrauf kamen jetzt noch Kürbiskerne und hier bei Marco Chili getrocknete. Und dann hier die Kartoffeln. Da habe ich einmal normale Kartoffeln und auch Süßkartoffeln. Ich finde, Süßkartoffeln werden so gebacken immer noch so ein bisschen süßlich irgendwie. Ich habe die auf jeden Fall alle in so Scheiben oder halt, ja, solche Sticks geschnitten. Und dann gewürzt mit getrocknetem Majoran und so einer Harissa-Gewürzmischung. Die ist auch super lecker. Und genau, dann kam das Ganze einfach in den Ofen, auch ohne Öl und alles, für so circa 30 bis 35 oder 40 Minuten bei 200 Grad Umluft. Und die Soße habe ich gemacht. Die ist auch wie immer schön dreamy creamy geworden. Aus einem Cashew-Joghurt, dann auch der Harissa-Gewürzmischung, dann Pfeffer, etwas mehr Majoran, glaube ich. Gott, habe schon wieder vergessen. Auf jeden Fall Apfelessig, etwas Reissirup für die Süße. Das Ganze wurde dann schön durchgemischt und daran kann man jetzt die ganzen schön knusprigen Kartoffelschnitten dippen oder halt noch was von der Soße hier mit drüber geben. Ich bekomme gleich Besuch von einer lieben Freundin zum Arbeiten. Ich habe uns hier mal ein bisschen was an Snacks vorbereitet. Einmal Limettenwasser, also einfach Leitungswasser mit klein geschnibbelten Bio
Bio-Limetten drin, als Geschmacksverstärker sozusagen, aber natürlich, natürlich. Und dann haben wir hier aus so verschiedenen Retterboxen einmal so Himbeer-Bites mit Datteln drin und dann diese knusprigen Haferballs sind mit Banane und Schoki. Dann habe ich natürlich meine mit Schokolade ummantelten Kaffeebohnen. Dann haben wir hier neben noch so Soja-Cracker mit Paprika. Das sind einfach so Sojabohnen, die sind geröstet und sind dann halt herzhaft. Und hier haben wir noch ein paar getrocknete Physalis. Mal schauen, wie ihr die schmecken werden. Also eins von Markus' Lieblingsessen ist auf jeden Fall Curry. Das wünscht er sich so ungefähr immer, wenn ich frage, was wir zum Abendessen essen wollen. Deswegen gibt es heute mal wieder Thai Curry, worauf ich mich auch sehr freue. Dafür habe ich erstmal Reisnudeln gekocht und nebenan im Wok wurden dann einmal frischer Ingwer und solche Zitronenstangen, also solche Zitronengrasstangen gebraten, zusammen mit Zwiebeln in ein bisschen Kokosöl. Dann habe ich noch eine Zucchini geschnitten, außerdem noch Pilze und solche Zuckerschoten. Das Ganze kam dann damit rein, zusammen mit einer Dose Tomaten und auch Kokosmilch. Gewürzt habe ich das Ganze noch mit einer roten Currypaste. Die wurde auch schon mit den Zwiebel- und Zitronengrasstangen und Ingwer angebraten. So entfalten sich wohl besser die Gewürze. Das hat mir jemand von euch empfohlen, also vielen Dank dafür. Dann kam am Ende noch frischer Spinat mit rein und außerdem Apfelessig. Marco steht die ganze hinter mir und beobachtet mich. Auf jeden Fall habe ich das Ganze dann zum Schluss noch hier bei Marco mit etwas extra getrocknetem Chili getoppt. Außerdem dann noch Kürbiskerne und auch Cashewnüsse. Smoothie Bowl Time. Diese hier ist so richtig schön cremig geworden. Ich habe da nämlich Bananen reingetan, zusammen mit ganz viel gefrorenem Obst. Und zwar einmal Blaubeeren, dann außerdem Himbeeren und auch Erdbeeren. Und dann für die Greens sozusagen habe ich dann nochmal wieder gefrorenen Brokkoli mit reingetan. Den schmeckt man aber, finde ich, gar nicht, sondern es ist einfach nur süß, weil die Bananen auch so schön reif waren. Da habe ich außerdem noch das Muscle Power Protein Powder damit reingetan, also diesen Mix mit Erbsen und Hanfprotein und auch Bananenpulver. Und dann habe ich jetzt oben, erst habe ich noch Kokosdrink mit reingegeben, weil eine Flüssigkeit muss sozusagen noch mit da rein, um das Ganze schön durchzumixen. Und jetzt auch noch, um Meersatz zu werden, habe ich jetzt nach oben grobe Haferflocken mit draufgegeben, dann für den fruitigen Geschmack ein paar gefriergetrocknete Himbeeren, dann außerdem Walnüsse und ein Esslöffel Erdnussbutter, der jetzt hier schon ein bisschen untergegangen ist und kaum noch zu sehen ist. Aber ja, das mag ich ja total gerne, diese Kombi aus cremig und noch was zum Beißen obendrauf. Ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal Sushi hatten, deswegen freue ich mich jetzt ganz besonders drauf. Wir haben hier Sushi-Reis in unserem Reiskocher gemacht und zwar mit Reisessig. Wow, so viel Reis. Das ist wirklich viel Reis. Den haben wir jetzt noch umgefüllt, damit der halt ein bisschen schneller abkühlt. Und der schmeckt halt richtig gut mit diesem Reisessig da mit drin. Und dann haben wir hier noch einmal gekochte Süßkartoffel. Dann hat Marco sich hier ein Schälchen eingelegten Ingwer geholt. Das mag ich ja persönlich nicht so gerne. Dann haben wir hier ganz viele verschiedene Sachen zum Dippen. Einmal eine selbstgemachte Wasabi-Paste aus einem Pulver mit Wasser gemischt. Dann Sweet Chili, Sriracha und auch Sojasauce ganz klassisch. Und dann dippen wir die fertigen Häppchen immer ganz gerne in so Sesam ein. Dann rollt man halt den Sushi-Reis in diesen Nori-Algenblatt ein. Und dann haben wir hier außerdem noch Frühlingszwiebel, Tomate und weil wir Avocado eigentlich nur essen, wenn wir irgendwie Sushi machen oder sowas, dann haben wir uns diesmal tatsächlich zwei gegönnt. Da freue ich mich jetzt aber wirklich ganz besonders drauf. Und hier in der Pfanne haben wir einmal angebratenen Naturtofu, dann gerettete Zucchini und auch riesige Pilze. Die passen dann bestimmt sehr gut in die Rollen rein. Und ja, dann werden wir jetzt mal rollen. Marco hat heute zum Frühstück Pancakes gemacht. Ich habe jetzt zwar schon zwei gegessen, aber den dritten wollte ich euch trotzdem nochmal zeigen. Und zwar sind das solche fluffigen Pancakes mit veganem Eischnee aus Aquafaba und dann noch Weizen und Vollkornmehl, ein bisschen Natron anstatt Backpulver und Vanillezucker drin. Und dann natürlich noch pflanzlicher Milch. Das Ganze wurde dann ein bisschen Kokosöl gebraten. Und hier oben drauf habe ich jetzt auf dem dritten eine Kombi aus Apfel, Banane, Schoko, Kakaobohnen und Zimt und Ahornsirup. Dann haben wir aber auch noch so eine Beerensoße und noch eine Schokocreme und noch so Gemüse und Zimt. Auf jeden Fall sind die super lecker geworden. Ihr könnt euch sicher denken, wer heute Abend weg ist und wer deswegen Nudeln zum Abendessen isst. Ich glaube, meine Schüssel ist etwas zu klein. Ich habe ein bisschen gestapelt und so habe ich mir Dinkelspaghetti gekocht und dazu wollte ich mir so eine Art Carbonara machen. Ich hatte aber leider keine Sojasahne mehr und leider auch keine Hefeflocken. Deswegen wurde etwas experimentiert. Ich habe erstmal Spinat und Erbsen gekocht, zusammen mit Zwiebel und Knoblauch.
und etwas Wasser. Dann habe ich das Ganze mit Hafermilch aufgegossen und dann gewürzt mit dem Alltagsheld-Gewürz von Reishunger. Das ist auch mega lecker mit so Chiliflocken drin und etwas Salz. Dann ist außerdem noch Kala Namak damit drin für den leichten Eigeschmack. Dann ein paar Räuchertofu-Würfel als Speckersatz. Genau, dann wurde das Ganze noch auf die Nudeln einfach raufgegeben und noch mit etwas Pfeffer gewürzt. Und obendrauf habe ich jetzt noch ein bisschen frischen geretteten Rucola gegeben. Außerdem ein paar Kürbiskerne und solche Chili-Cashew-Kerne. Die sind auch super lecker, einfach so als Snack. Aber ich mache die auch immer ganz gerne so als Topping auf Bowls und das halt so wie hier oben mit drauf. Ich wünschte, ich hätte Hefeflocken, wie gesagt, aber schmeckt bestimmt auch so. Ja, ich hoffe, heute waren auch wieder ein paar schöne Ideen mit dabei. Lasst mich gerne wissen, welches euer Lieblingsgericht war von den ganzen Inspirationen. Die Rezepte findet ihr wie immer in der Infobox drin. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bye!